Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in den Goodiebox-Adventskalender von 2022 schauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender hat wohl regulär 159,95 € gekostet, beziehungsweise mit 40 € Rabatt hat der 119,95 € gekostet. Er soll insgesamt ein Warenwert von 564,16 € beinhalten, 18 Full-Size-Produkte, 6 in der Travel- oder Deluxe-Size und wie gesagt, ich habe ihn leider ein bisschen zu spät bekommen. Da war ich in der Klinik und habe dem kleinen Julius das Licht der Welt gebracht. Nein, ich habe ihn auf die Welt gebracht, so. Und dementsprechend ist das Ganze jetzt etwas verzögert. So, ich bin aber sehr gespannt, was ich jetzt hier drin finde, in diesem wunderschönen grünen Adventskalender. Und weil es eine Kooperation ist, gibt es in diesem Video auch was zu gewinnen. Und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket in einem recht hohen Warenwert. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei und nimm an der Verlosung teil. Die Goodiebox kommt aus Dänemark. Das ist eine sehr coole Box, muss ich wirklich sagen. Ich verlinke euch hier oben im i mal ein Video, wo ihr vorbeischauen könnt, falls ihr Bock drauf habt, die Box mal zu abonnieren. Denn als Abonnent hat man immer gewisse Vorteile, dass man halt solche Produkte günstiger bekommt und so. Und natürlich monatlich für 19,95 € die Box an sich auch erhält mit einem echt nicen Warenwert und coolen brauchbaren Produkten. Und bevor mein kleiner Mann da hinten noch ein bisschen zu viel vor sich hingrummelt, schauen wir doch einfach mal in den Adventskalender rein. Okay, das ist alles durcheinander. Dementsprechend ziehe ich jetzt einfach mal die Schubladen raus und stelle sie vor mich hin. Oh, irgendwas duftet hier, upsala, richtig, richtig gut gerade. Ich glaube, das kommt hier aus der zweiten Etage. Und dann gucken wir mal, ob sich das Produkt in der Nummer 1 befindet. Ich weiß nicht, ob du das bist. Das ist von Symbiosis London. Ein richtig teures Markending, das sage ich euch. Kollagen und Isododecane. Instant Perfecting Primer. 30 ml. Das finde ich schön. Ein Primer, also dekorative Kosmetik, habe ich immer gerne in Adventskalendern drin. Deswegen ist das gut, ne? Symbiosis ist aber eine sehr, sehr teure Marke. Die haben wir öfter schon mal in der Goodiebox drin gehabt und habe ich aber noch gar nicht so ausprobiert, als dass ich euch sagen könnte, ob sich das lohnt wirklich vom Preis her, um sich die nachzukaufen. Jetzt schauen wir in die Nummer 2. Die ist hier und es ist prall gefüllt. Ah, beziehungsweise verkeilt hier drin. Hier habe ich La Rosé Baume SOS Reparateur für Gesicht und Körper. 100% natürlich, 20 Gramm, okay. Also das kann man dann halt verwenden, wenn man entsprechend irgendwelche Stellen hat, die man hart reparieren möchte. Okay, finde ich gut. Kann man in der kalten Jahreszeit auf jeden Fall gebrauchen, weil da hast du öfters mal geschädigtere Haut, ne? Deswegen macht es Sinn. Auch mit dabei ist selbstverständlich die Nummer 3. Riechst du so, wie sie einfach ihre Nase gerade überall dran hält? Nee, das ist ein Trockenshampoo von eCooking. Verwende ich persönlich jetzt nicht 75 ml. Doch, das kann das sein. Weiß ich nicht. Oder ist es die 7 gleich? Das muss ich gleich mal schauen. Also ich wasche mir jetzt mittlerweile alle 2 Tage die Haare, was mir persönlich auch ganz gut gefällt und auch ganz gut funktioniert bei mir. Aber Trockenshampoo mag ich persönlich einfach vom Gefühl her nicht so gern. Es klebt irgendwie immer so. In der ersten Ebene, also hier, haben wir die Nummer 4. Auch hier ist ein Tübchen drin. Skön ist auch eine Marke, die sehr, sehr hochpreisig ist. Face Scrub Crystal Peeling Quartz Crystals Vitamin E Unscented. 50 ml. Ja, mechanisches Peeling verwende ich im Gesicht nicht. Um es auf den Körper zu geben, ist es, glaube ich, viel zu teuer. Man darf es ja nicht übertreiben, ne? Aber ich habe eine viel zu sensible Haut, als dass ich ein mechanisches Peeling im Gesicht verwenden könnte. Und Quartz Crystals deutet auch ein Stück weit darauf hin, dass es einfach auch sehr scharfkantig sein könnte. Dementsprechend lasse ich das lieber weiter wandern, als dass ich mir das ins Gesicht gebe. 5. Der Tag vor Nikolaus ist hier. Ja, auch Mud Mask darf hier nicht fehlen. Das ist die Melting Mud Cleansing Mask. Ganz toll for sensitive skin. Und sowas, 75 ml, ne? Sowas verwende ich persönlich gerne morgens, wenn ich meine Zähne putze, mache ich mir die einfach drauf. Das muss nämlich nicht lange drauf bleiben. Und hier steht es auch drauf. Das ist auch die Maske, die mich damals dazu animiert hat, eben genau diese Art und Weise der Maskenapplikation so zu machen. Das heißt, morgens beim Zähneputzen einfach eine Tubenmaske aufs Gesicht klatschen und dann hast du nachher echt ein ganz tolles Gefühl. Finde ich gut, mag ich.
Nikolaus, die Nummer 6. Ja, mit Deo drin. We love, okay. We love the planet. Lucious Lime ist jetzt nicht so meine Duftrichtung. 40 Milliliter. Ich mag gerne feste Deos oder generell so Deo-Sticks. Die verwende ich abends ganz gerne. Aber zum einen, diese We love the planet Geschichten vertrage ich persönlich nicht so gut. Und zum anderen, Limette. Nee, es riecht für mich dann eher so nach Klostein. Ist nicht so ganz meine Welt. Guck mal hier oben, voll grün, ne? Hübsch. Voll die Grünparade. Okay, dann hoffen wir mal, dass die Nummer 7 uns so ein bisschen mehr Christmas-Vibes gibt. Das riecht sehr intensiv. Marie Stella Maris Care for Water Nummer 12 Objects Dumpsterdam Green Tea, Citrus Notes and Sage Body Wash, 75 Milliliter. Aber das ist immer noch nicht der Duft, der mir hier in die Nase kommt. Ja, also so ein Produkt zum Körperreinigen ist definitiv sinnvoll. Dann schauen wir mal, ob die Nummer 8 jetzt macht, dass es kracht. Ja, am 8. Dezember hat Sammy Geburtstag und das reimt sich einfach drauf. Von Pears Brow Story. Oh, Brow Styling Soap. Das finde ich interessant. 8 Gramm, das dürfte ja eine Full Size sein. Ist dann ja auch so ein Dupe zu dieser Anastasia Beverly Hills, ne, Geschichte. Und finde ich gut, finde ich wirklich gut. Und das ist ja auch wirklich jetzt nicht irgendwie darauf fixiert. welche Haarfarbe man hat, weil es halt transparent ist. Das finde ich gut. Habe ich gesagt, dass ich das gut finde? Ja, weil ich finde dekorative Kosmetik in Adventskalendern immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht weiß, was für ein Teint-Typ oder so halt die Person ist, die den Adventskalender auspackt, ne? Dann schauen wir mal, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Guck mal, das ist auch dekorative Kosmetik und das passt jetzt super krass gut zu dem Produkt, was wir jetzt gerade drin hatten. Und zwar haben wir hier von Nire einen Augenbrauenpinsel, wo du einen Spoolie dran hast auf der einen Seite und hier halt einfach einen Pinsel auf der anderen Seite. Das finde ich gut, das passt. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Da haben wir ein Tool drin. Mind Tonk Cleanser. Ei, das ist ein Zungenreiniger. Das ist crazy. Von Moshi Moshi Mind. Also, ich verwende einen Zungenreiniger. Ja, definitiv. Ich habe da so ein Plastikteil, was irgendwie kannst du im DM für 2-3 Euro oder so kaufen. Ich glaube, dass das hier aber relativ hochpreisig sein wird. Bin ich gespannt drauf. Metallisch finde ich immer sehr spektakulär im Mund. Aber ganz ehrlich, so ein Zungenreiniger ist wirklich Gold wert. Also das reduziert mega Mundgeruch. Das verändert den Geschmack dann doch vielleicht auch das ein oder andere Mal, wenn man vorher nicht unbedingt seine Zunge gereinigt hat, ne? Also das ist ein schönes Tool und ich glaube auch, dass man das so noch nicht irgendwo mal mit drin hatte, oder? Es ist speziell. Man könnte jetzt sagen, es geht so ein bisschen in Richtung Zahnbürste tatsächlich, ja. Aber es ist tatsächlich, es ist einfach was anderes mal. Und das finde ich gerade so cool, bin ich ehrlich. Und das ist mutig. Hier haben wir die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ein Typchen von Elemis. Dynamic Resurfacing Facial Wash. 30 Milliliter. Ein Gesichtsreinigungsprodukt. Darf in einem Adventskalender definitiv auch drin sein. Elemis ist eine hochpreisige Marke. Da haben wir auch Spaß dran. Und dementsprechend freue ich mich drüber. So, dann kommen wir jetzt mal zur Halbzeit. Die Nummer 12 ist die leer. Nee, oh, da haben wir was von Mikura drin. Eye Mask, richtig toll. Ich mag gerne Augenmasken, einfach weil ich sie täglich verwende, weil ich nachts sehr wenig schlafe. Luxurious Golden Hydrogel Eye Mask with Collagen Instant Cooling Effect. Bombastisch. Ne? Und die von Mikura mag ich auch ganz gerne. Also die machen ja auch ganz fancy-pancy Masken, so für den Poppes, für die Hoopies und so, ne? Mhm, finde ich gut. Auf zur zweiten Hälfte der Adventszeit mit der Nummer 13. Ui, das ist aber... Oh, Koki Professional Crystal Fusion Liquid Eyeshadow. Das ist eine wirklich schöne Farbe. Oh mein Gott. Und damit kann man dann bestimmt super toll sich eine Cut Crease ziehen oder Akzente setzen. Also bei mir funktioniert leider Liquid Eyeshadow nicht ganz so super gut, weil ich einfach Augen habe, die so ein bisschen schlupfig unterwegs sind. Und dann schlupft sich das so schön in diese Lidfalte rein und das sieht einfach nicht aus bei mir. Deswegen wird der weiter wandern, aber das ist nicht schlimm. Die Farbe ist übrigens Polaris. Also die mag ich einfach. Also das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Wirklich hübsch, ne? Ja, aber wie gesagt, leider Applikation nicht so mein Ding. Die Nummer 14 ist auch wieder eine Tube von Yuzu. Eine Handcreme, Tangent GC, keine Ahnung. Ja, eine Handcreme kann ich gut gebrauchen. Das ist eine schöne Geschichte, 50 Milliliter. Handcremes in Adventskalendern finde ich auch
passend. Also ich meine, guckt euch allein mal meine Hand an, wie die aussieht. Das ist einfach extrem furztrocken. Liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt aktuell super häufig meine Hände wasche und so weiter, ist klar. Aber sehr, sehr, sehr trockene Hände und es ist einfach die trockene Jahreszeit. Ne? Also trocken im Sinne von Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr niedrig und da macht einfach so eine Handcreme mega Sinn. Die Nummer 15 haben wir jetzt hier. Und hier habe ich etwas drin von Comme des, ein Lip Oil Nourish and Protect. Ich weiß nicht, hatten wir das letztes Jahr im Adventskalender drin? Kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Oder wir hatten das irgendwann mal in einer Goodie Box im Laufe des Jahres drin enthalten. Lippenöle finde ich auch sehr, sehr gut, einfach weil sie pflegend sind. Ne? Das ist halt auch wieder das gleiche Prinzip. Und das ist dann auch wahrscheinlich so ein bisschen rot eingefärbt. Das heißt, es macht die Lippen dann nicht nur juicy, sondern halt auch so ein bisschen leicht rötlich. Das finde ich gut, das mag ich gerne leiden und das finde ich auch als Lippenpflegeprodukt in einem Adventskalender klasse. So, weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 16. Auch hier wieder ein Typchen, Just Shut Up and Sun Kiss Me mit Marula und Arganöl von B10, 30ml, Medium to Tan, Gradual Tan Lotion. Nicht ganz so meine Welt, einfach weil ich nicht so der Selbstbräuner-Fan bin, ne? Also das mag ich leider nicht so gerne leiden. Ich weiß jetzt nicht, ob das fürs Gesicht ist oder ob das für den Körper sein soll. Ich hätte jetzt einfach mal gedacht, nee, Bodylotion, für den Körper ist das dann. Ja gut, ne? Wir befinden uns adventskalendertechnisch nun eine Woche vor Heiligabend bei der Nummer 17. Hui, dekorative Kosmetik von Gosh. Wonder Volume Mascara in Schwarz. Sehr schön. 10ml sind hier drin. Eine Mascara in einem Adventskalender finde ich grundsätzlich super. Und Gosh ist eine Marke, ich glaube Bosch, vor allem Gosh Kopenhagen, ne? Die kommen ja auch aus Dänemark. Genau, dementsprechend haben wir die auch öfters mal in der Goodiebox drin enthalten. Definitiv cool, ne? Mascara läuft. Und ich finde, dass wir bislang auch relativ viel dekorative Kosmetik haben in dem Adventskalender, wenn man bedenkt, dass wir normalerweise so, ne, von 5 Produkten ist vielleicht mal eins dekorative Kosmetik. Es ist schon eine ganz gute Quote hier. Der 18. Dezember läutet uns die Weihnachtswoche ein. Ja, Avant muss sein, der Wert muss hoch sein. 30ml, 8 Hour Retexturizing and Antioxidizing Hyaluronic Facial Serum. Ich bin kein Fan von Avant-Produkten, muss ich ehrlich sagen, weil, also, die sind einfach viel zu hochpreisig. Für ein Viertel des Preises würde ich sagen, ist Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Das ist eine gute Pflege, ne? Also wirklich, das funktioniert echt schön, aber es ist einfach viel zu teuer für das, was man bekommt. Dementsprechend, ja, es ist einfach überteuert und ja, ist halt in den Adventskalendern auch immer wieder zu finden, einfach damit der Wert des Adventskalenders richtig schön hoch aussieht am Ende. Ja, man muss halt einfach wissen, ob es einem selber das dann wert ist am Ende. Aber deswegen packe ich ja auch die Adventskalender aus und meine Kolleginnen und Kollegen halt genauso, ne? Einfach damit ihr nachher schauen könnt, lohnt der sich für euch persönlich halt, ja. Weiter geht die wilde Reise durch die Weihnachtszeit und der 19. Dezember ist sehr schwer. Hiccup. Gesundheit. Mad Molecules Micellar Toner. 100% vegan for all skin types und da sind 150ml drin. Ja, also quasi ein tonisierendes Micellenreinigungswasser. Hier sind auch wohl irgendwie Niacinamide mit drin, Hyaluronsäure. Ich bin eigentlich kein Fan von Micellenwasser. Einfach weil das nicht in meiner generellen Reinigungsroutine so mit drin ist, aber das hört sich interessant an. Und auch wieder so ein grünes Produkt. Wir haben hier echt so eine Grünreihe gedünsen. Finde ich irgendwie schön, optisch, ne? Die Nummer 20 eröffnet den 20er-Bereich und die fühlt sich recht leicht an. Hier haben wir Balance Me BHA Exfoliating Concentrate, 50ml, also quasi Salicylsäure. Das wird reinigend sein. Ja, kann man dann entsprechend anwenden, wenn man es braucht. Und auch hier 99,4% natürliche Inhaltsstoffe, tierversuchsfrei, also schönes Produkt, definitiv, ne? Aktuell nicht für mich, erst wenn die Stillzeit vorbei ist, aber Balance Me soll auch eine ganz, ganz tolle Marke sein, deswegen muss das mal irgendwann ausprobiert werden. Ich glaube, die Nummer 21 ist somit das kleinste Böckchen in dem ganzen Adventskalender, ne? Ja, und hier haben wir ein Nagelprodukt drin von Zarco Beauty. Ist das ein Nail and Cuticle Oil, also ein Nagel- und Nagelhautöl mit 12ml.
Ja, sieht gut aus. Ihr seht ja auch die ganze Zeit meine Nägel von Narben bzw. auch meine Nagelhaut. Definitiv braucht auch die ein bisschen mehr Liebe und da kann ich sowas einfach gut gebrauchen. So, jetzt schauen wir mal in diese riesige Nummer 22. Eine Maske von Mask Me Up Face and Neck Mask. Ich glaube, sowas hatte ich schon mal. Das ist ziemlich witzig. Moisturizing and Soothing und also quasi feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Und ja, das sieht witzig aus, oder? Dann hast du nämlich so nicht nur dein Gesicht eingepackt, sondern auch noch deinen Hals mit dabei. Finde ich großartig. Ich glaube, ich hatte die schon mal. Oder von irgendeiner anderen Firma, ich weiß es nicht. Fand ich auf jeden Fall super witzig. Denn das Gesicht ab einem gewissen Alter hört ja nicht hier auf, sondern es sollte ja theoretisch, das hat letztens Amelie with Love gesagt, das fand ich sehr witzig. Mädels, merkt euch, euer Gesicht geht ab einem gewissen Alter bis hier. Ist so. Ja, cremt auf jeden Fall euer Hals, euer Dekolleté ein. Ansonsten werdet ihr irgendwann sagen, ach Mist, hätte ich mal, ne? Hätte Fahrradkette. Ja, und deswegen finde ich die Maske wirklich gut. Kommen wir nun zum Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Oh, ist aber klein. Sandstone Black and Bold Waterproof Liquid Eyeliner. Uiuiuiuiui. Ja, 1,7 Milliliter, das ist wohl so ein Dip-Ding. Mit Dip-Eyelinern komme ich meistens nicht so gut klar, aber das Positive bei Dip-Eyelinern ist halt immer, die trocknen einfach nicht so schnell aus. Ne? Deswegen sind die eigentlich sogar besser als diese anderen. Oh, Kugel ist auch mit am Start. Jo, muss auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Ich bin jetzt einfach mal extrem gespannt, was wir dann an Heiligabend zu erwarten haben. Also, weiß ich nicht. Wir machen jetzt ein bisschen Trommelwirbel in unserem Hinterkopf. Ne? Wir haben eigentlich schon ein ganz gutes, umfangreiches Gedönsen neben uns stehen. Hier habe ich, von Rodial Retinol Resurfacing Pads. Oh, ich würde sie so gern verwenden. Ja, das ist ein, Rodial, 20 Pads. Mhm. Das ist so toll, ich liebe Retinol. Retinol ist einfach so der Anti-Aging-Wirkstoff überhaupt. Rodial ist eine Marke, die auch echt nicht günstig ist. Das ist super in Adventskalendern aufgehoben, weil du das am besten auch im Winter verwendest, weil Retinol am besten nicht dann verwendet werden sollte, wenn du auch viel Sonneneinstrahlung hast. Das heißt, immer wenn du die anwendest, am besten abends, morgens dann richtig schön Lichtschutzfaktor draufpacken, weil ansonsten kann das halt dazu führen, dass die Haut angegriffen wird von der Sonne. Ne? Und das wollen wir ja nicht und ich finde das so toll. Ja, schön, Mensch. Und damit kannst du dann entsprechend über dein Gesicht gehen und machst dein Gesicht schön. Das finde ich toll. Ja, ne? Schöne Nummer 24, definitiv. Ja, dann lassen wir mal den Adventskalender ein bisschen vor unserem nicht nur geistigen Auge, sondern auch hier so Revue passieren. Also wir haben einen schönen bunten Mix aus Pflege und Make-up. Wir haben zurückhaltendes Make-up. Also wir haben jetzt überhaupt gar keine Produkte, die jetzt sich an irgendwelchen Farben orientieren, was ich persönlich gar nicht mal so verkehrt finde, weil so kann einfach jeder diesen Adventskalender verwenden, also was Make-up angeht, ne, weil es sehr inclusive ist. Was die Hautpflege angeht, ist das Ganze auch relativ zurückhaltend, dass es auch nicht darauf beschränkt ist, ich möchte jetzt nur für trockene Haut, ich möchte jetzt nur für fettige Haut, für Mischhaut geeignet sein, sondern es ist wirklich eine gute Konstellation an Produkten. Ist es einem das wert, was man dafür bezahlt? Also normalerweise wären es ja die 119 Euro gewesen. Ich glaube sogar gelesen zu haben, für 90 Euro konnte man den auch holen. Also es gab den Adventskalender schon eine ganze Weile auch relativ krass reduziert. Also konnte man ihn auch wirklich zu einem netten Preis bekommen. Ich glaube auch, dass die Produkte den gewissen angegebenen Wert von über 500 Euro haben werden. Die Frage ist nur wirklich, ist dir dieser Adventskalender das wert? Ne? Und das ist immer so die Sache, wo man entscheiden muss, möchte ich mir den holen, möchte ich mir den eher nicht holen. Ich finde, dass er auf jeden Fall das wert ist, also die 120 Tacken, die man dafür bezahlt hätte. Ja, weil wir halt einen guten Mix an Produkten hier drin haben, ne? Ja, ihr Lieben, also das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender-Unboxing von der Goodiebox, also von dem Goodiebox-Adventskalender. Und wenn es dir... Achso, schreib mir aber gerne auch mal in die Kommentare, ob du den Adventskalender vielleicht selber auch für dich geholt hast oder für jemand anderen und wie er dir so gefallen hat.
Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!